So, meine lieben Freunde, heute gehen wir in den Botanischen Garten. Was ziemlich krass ist, man sieht hinter mir hier so voll viele Gebäude. Hier ist wohl eine Universität. Ich kenne die nicht. Keine Ahnung, ob die gut ist, ob die schlecht ist, aber es ist ziemlich groß. Also das ist schon ordentlich, gell? Hat schon Ausmaße, das Ding. Genau, und wir schauen uns heute in den Botanischen Garten an und ich bin mega gespannt, wie der aussieht. Amy, du bist auf falschem Weg. Komm zurück. So, schauen wir mal. So, meine lieben Freunde. Wir sind im Botanischen Garten, jetzt erstmal tief nach unten. Ich bin mal gespannt. Der Weg dorthin war schon das Ziel, glaube ich. Willkommen in den Dschungel, in den wunderschönen Dschungel des Botanischen Gartens. Ich gehe da jetzt runter. Stufe. Und zwar suchen wir jetzt einen chinesischen Garten, und auf dem Weg zum chinesischen Garten, meine lieben Freunde, da kommt ein See. Ich bin gespannt, wie der See aussieht hier. Aber es ist schon schick hier, also das ist schon faszinierend. Also hier jetzt auch so mit den vielen Bäumen. Sierlin. Hallo. Und wie findest du es? Schön. Schön? Ja. Ich finde es auch lustig. Das ist ja fast schwierig, das ist mitten im Urwald. Ja, und es geht immer weiter runter, das ist komisch. Irgendwann muss es da auch mal wieder nach oben gehen. Deswegen ist da unten Wasser. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Wasser. Die, den Hunden gefällt's, ne? Hier, die Amy immer noch nicht angeleint. Wo ist die? Wo ist der Leo? Hallo Leo, Mr. Leo. Hallo. Ja, genau. So. Oh, guck mal. Voll der süße Smoothie-Weg. Den gehen wir jetzt lang. Der sieht cool aus. Oder gehen wir weiter runter? Runter ist auch gut. Ne, wir gehen hier lang. Na. So, schauen wir mal, was die Xilin da gesehen hat. Was hast du gefunden? Ja, der hat auch so unglaublich viele Blätter. Beziehungsweise Nadeln. Das ist eine Nadelwacholder aus Japan, Korea, Nordkorea. Also, ne, hier das da sind seine Nadeln. Mehr hat der nicht. Das da hinten ist schon wieder ein anderer Baum. Und der Stamm, der ist verblüffend. Wo fängt der denn an? Das ist ja Wahnsinn. Warte mal, ich glaube, das hier ist tot. Ah, das ist tot, schau. Der ist schon mal irgendwie gebrochen. Aber trotzdem, wo fängt der denn an? Ich glaube, da hinten fängt der an, oder? Da fängt da hinten an. Sehr komisch. Komischer Baum. Und an jedem Baum hier gefühlt, also nicht an jedem, aber so gut wie jeder Baum hier ist, glaube ich, ein Unikat. Ne, da hinten ist ein Baum mit einem Schild dran. Da der Busch. Und da ist wieder ein Schild dran an dem Baum. Also da sind immer überall Schilder dran. Also ich glaube, man findet hier sehr selten einen Baum doppelt. Vielleicht sehen manche Bäume etwa ungefähr ähnlich aus. Da hier auch so mit dem Gestrüpp da und da hinten. Aber es gibt ja Milliarden von Arten an Pflanzen und Bäumen. Und hier, das ist überall sind Schilder dran und Nummern und was weiß ich alles. Das ist voll krass. Und genau, es gibt ja immer verschiedene Unterarten. Also zum Beispiel, dass dann, keine Ahnung, die Blattstruktur anders da ist oder dass die klimatische Zone für den Baum passender ist. Aber es ist schon krass, wie viele hier einfach so wachsen können. So viele Pflanzen, die man sonst so normalerweise nirgendwo sieht, ne? Ich habe schon so viele Bäume jetzt hier gesehen, die ich gar nicht kenne. Das ist erschreckend. So, irgendwo da unten soll Wasser sein. Da unten. Zeig mal dein Pokémon. Xian fängt viele Pokémons hier. Das ist voll cool. Doch, schau her. Da, so soll es hier aussehen. Und da ist auch irgendwo Wasser. Das suchen wir jetzt. Wir suchen jetzt Wasser. Wasser! Musst ein trauriges Gesicht aufsetzen, Amy, ne, damit man nicht erkennt, dass du glücklich bist, dass du hier Spaß hast. Was ist denn das? Sieht ja auch ulkig. Das sind so Lianen, oder? Ja. Weil das auch so da runterhängt. Oh, was kommt da? E-Auto. Ne, der, guck mal, der klingt voll komisch. Ach, der zum Flammenbrenner. So, dann machen wir mal Stopp hier, ne. Jo, ja, da sind wir an der Gefahrenquelle vorbei. Hunde haben es gut gemacht. Der Mann war auch sehr nett. Hat uns so ein bisschen was erzählt und haben wir sogar noch was gelernt. Und hier haben wir ein Flachmoor. Sehr schön. Ganz toll. Ein wunderschönes Flachmoor.
Hier ist ja eine Universität. Ich glaube, dass das wahrscheinlich irgendwie eine Verbindung hat, dass die wahrscheinlich dann in die Richtung irgendwas lernen. Also man sieht ja auch immer wieder mal so ein paar Leute sitzen mit Papier und so. Ich glaube, dass die lernen. So, willkommen beim asiatischen Teil. Ich bin gespannt. Wir gehen da jetzt mal rein und hoffen, dass wir überhaupt rein dürfen mit den Hunden. Aber wird schon gehen. Sieht ja so schon mal süß aus. Ein Koi, ein Koi. Ein Koi. Oh Mann, der will mich nicht. Keiner will mich. Schaut mal. Das ist voll mega. Na, 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 na. Na, hier ist sogar eine Höhle. Da ist überall Wasser. Emi, du kommst mit mir. Vielleicht. Boah, das ist schon cool. Sowas will ich in meinem Garten haben. Emi, mach keinen falschen Tritt, ne? Sonst liegst du im Wasser. Da bist ja du schon wieder. Aber sowas im Garten. Boah, Alter. Und dann richtig kristallklares Wasser, damit du drin schwimmen kannst. Das, liebe Leute, ist ein chinesischer, asiatischer, europäischer Leckmischpilz. Oh, guck mal, Emi. Emi, guck mal. Wasser. Schau mal, Emi. Hast du Durst? Willst du was aus dem Drecksloch trinken? Komm, Emi. Gönn dir einen kräftigen Schluck. Hey, so dreckig ist das Wasser gar nicht. Schaut mal. Kristallklar. Also, man kann bis zum Boden gucken. Emi, komm her. Komm. Hui. 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 Ah. Emi, guck mal. Schau her. Das Wasser ist gar nicht so. So schmutzig ist es gar nicht. Sieht eigentlich. Dafür, dass das Wasser steht, kann man, ist es kristallklar, ne? Guck mal, die Bank ist doch mal mega geil ausgewählt, oder? Die ist mitten in der Sonne, sonst überall Schatten, ja, also außer ein paar Löcher. Und die Bank, da, als wär, würde Jesus dort sitzen oder so. Voll krass. Dann sitzt Jesus da. Und wie findest du es hier? Schön. Ja, ich find's auch voll cool. Es ist schon schick, ne? Hier. Ja, es ist schon mega geil, haben sie das hier gemacht. Also das muss man schon sagen. Mega geil. Ja, jetzt sitzen wir mitten im Wald. Eigentlich ist es ja nichts Besonderes, im Wald zu sitzen. Eigentlich sollte das Alltag sein. Aber wann sitzt man schon mal im Wald heutzutage? Ne? Ne? Ja. Was gibt es zu essen? Das sieht gut aus. Was esse ich? Ich esse... Hier sowas, heute besonders... Oh, wer wirft hier denn mit Müll rum? Ja, ich esse hier besonders leckere Käsestangen vom Lidl. Ich bin ja nicht so der Mensch, der bei Lidl einkauft, aber besondere Umstände verlangen besonderes Essen. Yum! Ha, das war cool, das hat echt Spaß gemacht heute. Sind wir schon gelaufen, so knapp 3-4 Kilometer oder so. Echt cool. War schön. Wir haben jetzt leider am Ende gemerkt, dass die Zeit knapp wird. Und zwar machen die um 16 Uhr zu. Und wir sind gerade wieder reingegangen, weil wir irgendwo draußen ja saßen, wo wir gegessen haben. Dann sind wir wieder reingegangen und haben auf dem Schild gesehen, dass sie bis 16 Uhr aufhaben und dann machen sie die Tore zu. Und wir hatten jetzt Angst, wenn wir reingehen und die machen die Tore zu und wir kriegen das nicht mit oder sind nicht rechtzeitig am Ausgang und dann sind wir da über Nacht da drin gefangen. Das wäre vielleicht nicht so lustig. Deswegen haben wir uns entschlossen, lieber außen rum zu gehen. Jetzt haben wir zwar nichts mehr gesehen, aber wir haben beschlossen, wir gehen noch mal am Samstag hin. Das ist voll cool, weil da sind wir sowieso wieder auf dem Rückweg nach Frankfurt. Und ja, da schauen wir nochmal Samstag vorbei, machen die Hunde nochmal ein bisschen tot. Und ja, und dann geht's wieder ab nach Frankfurt für ein paar Tage und dann wieder nach Minna. So, ja, genau, fahren wir los. Ich will euch noch die Ausfahrt zeigen, die ist voll krass, also hier diese Universität ist so faszinierend, voll cool gemacht, also schaut euch das mal an. Und ich sage schon mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.